Dieses brisante Thema Internetüberwachung hat sich der Bundestag heute eine besondere Form der Aussprache gewählt. Die Fraktionen nämlich haben sich untereinander verständigt, eine sogenannte vereinbarte Debatte aufzusetzen. Das ist in der Regel eine Aussprache über ein tagespolitisch besonders interessantes Thema, wie eben auch in dem heutigen Fall. Dazu gibt es allerdings keine Vorlage oder Regierungserklärung oder Ähnliches als Beratungsgegenstand. Ähnlich ist das ja auch bei der Aktuellen Stunde, die sich allerdings wesentlich durch die Redezeitbegrenzung unterscheidet. Daher also heute diese vereinbarte Debatte. Der Titel Internationale Internetüberwachung, darauf haben sich die Fraktionen verständigt. Das ist eine recht nüchterne Umschreibung für einen Datenschutzskandal, der selbst Mitglieder der Bundesregierung dazu veranlasst hat, von einem Albtraum à la Hollywood zu sprechen. Und die Dimension der Ausspähung ist noch lange nicht überschaubar, auch weil darüber bislang Informationen fehlen, anscheinend auch der Bundesregierung. Die amerikanischen und die britischen Sicherheitsbehörden traut man den Medienberichten und den Enthüllungen des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden über die Spähprogramme PRISM und Tempora, diese Dimension, wie gesagt, völlig unbekannt. Die Debatte wird jetzt eröffnet vom Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Meine Damen und Herren, der Schutz der Privatsphäre ist Ausfluss der Grundrechte unserer Verfassung. Und deswegen ist der gläserne Bürger auch mit unserem Verfassungsverständnis in diesem Lande nicht zu vereinbaren. Staatliches Handeln, das Handeln aller Behörden, auch der Sicherheitsbehörden, auch der Nachrichtendienste müssen sich streng an Gesetz und Recht halten, und sie werden kontrolliert vom Parlament, von den Kontrollgremien, die dazu vom Parlament eingesetzt worden sind. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen ist sehr verständlich die Aufregung in Deutschland und darüber hinaus über Presseberichte, wonach die USA, wonach auch die Briten angeblich flächendeckend pauschal Inhalte von Kommunikation speichern, analysieren, ausspähen und das Hand in Hand mit den Internetunternehmen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen kommen auch Fragen auf. Und die ersten und wichtigsten Fragen an die Amerikaner, an die Briten ist natürlich, was ist dran an diesen Presseberichten? Wir haben ja nur Meldungen, die in der Presse rauf und runter diskutiert werden. Wir haben erste öffentliche Stellungnahmen vom Chef des NSA in Großbritannien und auch vom Chef vom Koordinator der Geheimdienste, die darauf hinweisen, dass diese Presseberichte, zumindest so wie sie geschrieben sind, nicht zutreffen. Und wir haben inzwischen Antwort auch von den deutschen Niederlassungen der Internetunternehmen, die uns darauf hinweisen, dass es nach ihrer Kenntnis niemals ein flächendeckendes Abgreifen oder einen flächendeckenden Zugriff auf die Daten dieser Internetunternehmen gegeben hat, dass es Einzelanfragen im Rahmen der vorgesehenen Gesetze und des Rechts gegeben hat. Das ist ohne Frage, aber ich glaube, das ist ja auch normal. Dennoch, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz unabhängig davon, was am Ende die Aufklärung all dieser Fragen und die Beantwortung dieser Fragen ergeben wird, richtig ist, dass wir immer um die Balance von Freiheit und Sicherheit ringen müssen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es gilt der Satz, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Wenn die Menschen Angst haben müssen, dass sie in der U-Bahn in die Luft gesprengt werden, wenn die Menschen Angst haben müssen, dass ihre Häuser ausgeräumt werden, während sie in Urlaub sind, wenn sie Angst haben müssen, dass ihre Kinder entführt werden auf dem Weg zur Schule, dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Freiheit bedroht. Und deswegen braucht Freiheit auch Sicherheit. Aber es kommt auf die richtige Balance an. Und diese richtige Balance heißt, man darf das Sicherheitsstreben nicht so weit überziehen, dass die Freiheit Schaden nimmt. Und unsere Sicherheit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist bedroht. Sie ist bedroht durch organisierte Kriminalität. Sie ist bedroht durch internationalen Terrorismus. Und ich darf meinen Kollegen Innenminister aus Frankreich, der Sozialistischen Partei,
angehört zitieren, der gesagt hat noch im Mai, es gibt ein weltumspannendes Netz an Terrorismus, das uns bedroht, das uns nicht nur in Frankreich bedroht, sondern auch in Deutschland bedroht, in ganz Europa bedroht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ein Faktum, an dem keiner vorbei kann. Deutschland ist glücklicherweise in den letzten Jahren von großen Anschlägen verschont geblieben. Wir verdanken das auch den Hinweisen unter anderem unserer amerikanischen Freunde. Wenn ich nur erinnere an die Sauerland-Gruppe, die rechtzeitig dingfest gemacht werden konnte, bevor sie noch großen Schaden anrichten konnte. All diese Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden in Deutschland, unseren europäischen Nachbarn und Partnern und den USA sind Grundlage einer Sicherheit, die wir in den letzten Jahren erreicht haben und die verhindert haben, Gott sei Dank bisher, dass es einen Anschlag mit vielen, vielen Toten in Deutschland gegeben hat, wie das in anderen Ländern ja der Fall war. Aber, meine Damen und Herren, es muss, und das hat die Bundeskanzlerin, glaube ich, bei dem Besuch des amerikanischen Präsidenten gesagt, immer sichergestellt werden, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den Diensten, zwischen den Nachrichtendiensten auf Recht und Gesetz beruht und vor allem, dass alles verhältnismäßig ist. Das heißt, dass das Ziel, das man erreichen will, Sicherheit, mit dem Eingriff in die Privatsphäre vereinbar ist. Man muss hier die richtige Balance finden. Und deswegen will ich Ihnen mal sagen, was europäisches Recht, unser gemeinsames europäisches Rechtsverständnis dazu sagt. Erstens, nach europäischem Recht ist es richtig, dass Verbindungsdaten, also keine Inhalte, Verbindungsdaten von Kommunikation flächendeckend gespeichert werden zwischen 6 Monaten und 2 Jahren. Wir brauchen diese Speicherung auch, um zugreifen zu können und Netzwerke von Terroristen und Extremisten ausmachen zu können. Zweitens, entscheidend ist aber nicht diese Speicherung, sondern die Frage, wer hat Zugriff auf die Daten? Hier hat das Verfassungsgericht, Sie haben das soeben richtig eingeworfen, genaue restriktive Vorgaben gemacht. Wer hat Zugriff auf diese Daten? Und an diese restriktiven Vorgaben muss sich selbstverständlich auch der Gesetzgeber und in der Folge die Behörde halten. Und drittens, man darf auch auf Inhalte zugreifen von Kommunikation, aber nur, wenn es eine richterliche Anordnung gibt, beziehungsweise wenn es eine Anordnung der G10-Kommission, einer demokratisch von diesem Parlament bestimmten Kommission gibt, dann darf man auch auf Inhalte Kommunikation von organisiert Kriminellen, von Rauschgifthändlern, Waffenhändlern zugreifen auf Kommunikation von Terrorismus. Das alles ist möglich. Meine Damen und Herren, ich weiß oder gehe davon aus, dass auch unsere amerikanischen Freunde ein ähnliches Rechtsverständnis haben und dass ihre Gesetze sich auch an diesem Rechtsverständnis. Ich habe bisher keine anderen Hinweise, dass das Rechtsverständnis eines der ältesten Demokratien der Welt ähnlich ist wie das, was wir in Europa haben. Deswegen, da darf man Beifall klatschen, in der Tat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es mag sein, dass wir bei der Frage der Quantität der Erhebung von Daten unterschiedliche Auffassungen haben. Ja, das ist richtig. Aber wichtig ist, dass sich in den USA, in Europa, in Deutschland Behörden, Sicherheitsdienste, wer auch immer, immer an Recht und Gesetz zu halten hat. Das ist das Entscheidende. Und das Parlament, Sie alle, auch die Parlamente in Großbritannien, das Parlament in den USA, demokratisch gewählt, bestimmt von den Bürgern, kontrolliert, was die Geheimdienste machen. Und das ist eine Tatsache, an der Sie auch nicht vorbeikommen. Also, jetzt, liebe Frau Künast, jetzt, was haben wir denn hier wieder für eine Hybris? Wollen wir eines der ältesten Demokratie erzählen, wie Sie Ihre Behörden kontrollieren müssen? Selbstverständlich hat der amerikanische Kongress ein eigenes Interesse, seine eigenen Behörden zu kontrollieren. Das ist doch ganz selbstverständlich. Die brauchen doch ihre Belehrungen nicht. Nur, meine Damen und Herren, jetzt komme ich zur schlechten Nachricht. Herr Innenminister, ich unterbreche Sie ungern. Ja. Der Abgeordnete Ströble würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Das würde dann wiederum Ihre Redezeit verlängern. Also, Herr Ströble, los. Hans-Christian Ströble von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit einer Zwischenfrage an den Minister. Ja, Herr Minister Friedrich, können Sie den Deutschen Bundestag und die Öffentlichkeit mal darüber aufklären, über was Sie überhaupt reden? Wissen Sie denn,
Wissen Sie als Minister für Verfassung und für Verfassungsschutz und weiß die Bundesregierung und weiß die Kanzlerin nach dem Gespräch mit Obama überhaupt, wie viel Daten über Deutschland, von Deutschen abgegriffen worden sind, gespeichert worden sind, verwertet worden sind? Oder über was reden Sie hier eigentlich? Wie können Sie sagen, die halten sich an Gesetz und Recht in den USA oder in Deutschland, wenn Sie gar nicht wissen, was die gemacht haben? Sagen Sie uns das doch mal. Herr Ströbele, bisher haben wir zu all den Fragen, in welcher Quantität und welcher Qualität dort etwas gemacht wird, aus irgendwelchen Presseveröffentlichungen, die von den Zuständigen dort in den USA so bestritten werden, in öffentlichen Äußerungen sagen, wir halten uns an Recht und Gesetz. Das ist das Faktum. Und ich habe Ihnen jetzt erklärt, was unser Rechtsverständnis ist, was unsere Rechtslage ist und was wir auch von unseren Partnern und Freunden in der Welt an Rechtsverständnis und auch an parlamentarischer Kontrolle erwarten und auch glauben, dass sie durchführen. Wir haben Fragen gestellt. Es sind Fragen, wie gesagt, von den Internetunternehmen beantwortet worden. Die sagen klipp und klar, wir haben flächendeckend Daten nicht zur Verfügung gestellt, also das Gegenteil von dem, was in der Presse steht. Und auch die Zuständigen in Washington haben erklärt, das, was dort steht, ist so nicht zutreffend. Wir halten uns an Recht und Gesetz, einer Rechtsordnung, von der ich glaube, dass sie ähnlich ist, vergleichbar ist. Ich habe jedenfalls keine anderen Hinweise unserer Rechtsordnung. Nur, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt kommt die wirklich schlechte Nachricht. All das, was man der NSA unterstellt, ist offensichtlich technisch möglich. Und alles, was technisch möglich ist, ist auch von der organisierten Kriminalität und ist auch von Terroristen nutzbar. Nur mit dem Unterschied, dass die nicht kontrolliert werden von Parlamenten und dass die sich nicht an Gesetze halten. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir unsere Daten, dass wir unsere Leitungen, dass wir unsere Netze, unsere Infrastruktur widerstandsfähig machen. Und darüber rede ich seit Monaten hier. Wir müssen dafür sorgen, dass Spionage und Sabotage in den Netzen nicht vorkommen kann. Und deswegen, meine Damen und Herren, habe ich ein IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht, das genau das verhindern soll, nämlich dass kritische Infrastruktur in Deutschland beschädigt und sabotiert werden kann zum Schaden des ganzen Landes. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten die ersten Anhörungen dazu, die ersten Sachverständigenanhörungen, die sehr positiv waren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Gesetz muss spätestens nächstes Jahr im Gesetzblatt stehen. Und da bitte ich Sie alle, soweit Sie noch hier sind, um Ihre Unterstützung. Vielen Dank. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich, der hier die Debatte eröffnet hat. Nächster Redner jetzt Thomas Oppermann für die SPD, der parlamentarische Geschäftsführer, der übrigens auch Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums ist, das die Geheimdienste kontrolliert. Dort war die Datenüberwachung der US-Geheimdienste schon Thema in der vergangenen Woche. Man wollte mal hören, was die deutschen Geheimdienste darüber wissen und wie sie das einschätzen. Jetzt also Thomas Oppermann. Offenkundig nicht das richtige Problembewusstsein in dieser Frage entwickelt haben. Wenn das, was Edward Snowden berichtet hat, zutrifft, wenn US-Geheimdienste einen beliebigen Zugriff nicht nur auf die Verbindungsdaten, sondern auch auf die Kommunikationsinhalte über die US-amerikanischen Internetfirmen wie Google, Apple, Facebook, Skype und so weiter haben, wenn es zutrifft, dass britische Dienste 200 transatlantische Glasfaserverbindungen überwachen und dort Informationen speichern können. Wenn die Verbindungsdaten und sogar die Inhalte von Millionen Telefongesprächen, E-Mails und Videos überwacht und gespeichert werden, meine Damen und Herren, dann ist das der umfassendste Eingriff in die Grundrechte deutscher Staatsbürger, den wir bisher erlebt haben. Die Bundeskanzlerin hat in diesem Zusammenhang festgestellt, das Internet sei Neuland. Das mag sie so sehen. Aber was kein Neuland ist, ist unsere Verfassung. Das Grundgesetz schützt die informationelle Selbstbestimmung. Das Grundgesetz garantiert das Fernmeldegeheimnis. Und das Bundesverfassungsgericht hat aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht das Grundrecht
auf die Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme abgeleitet. Und über allem gilt der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, meine Damen und Herren. Das bedeutet, der schrankenlose Zugriff von Nachrichtendiensten auf die privaten Informationen von Bürgerinnen und Bürgern ist eindeutig illegal und verfassungswidrig. Das ist jedenfalls nach deutschem Recht so. Aber deshalb haben Sie als Bundesregierung gleichwohl die Pflicht, gegenüber den britischen und amerikanischen Regierungen zu intervenieren und die Rechte deutscher Staatsbürger zu schützen. Herr Friedrich, das will ich Ihnen gar nicht persönlich zum Vorwurf machen, dass Sie das alles nicht wussten. Aber ich finde es unerträglich, dass der deutsche Innenminister von solchen Sachverhalten aus der Zeitung erfährt. Ich finde es schwer erträglich, dass unsere Nachrichtendienste nicht wissen, was da passiert. Und die Kanzlerin ist auch noch ahnungslos. Dabei geht es hier ja nicht um Cyberangriffe aus Russland oder China. In solchen Fällen hätte ich das noch gelten lassen, sondern es geht um Grundrechtseingriffe durch die Dienste befreundeter Staaten. Großbritannien ist Mitglied der Europäischen Union. Und mit den Amerikanern zusammen sind wir in der NATO verbunden. Wir verteidigen ein gemeinsames Wertesystem. Und dazu gehören auch die Freiheitsrechte der Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Wir werden mit unseren Verbündeten darüber reden müssen, wie die Freiheitsrechte eingehalten werden. Klar ist natürlich, wir brauchen auch funktionierende Nachrichtendienste, die uns rechtzeitig vor Anschlägen warnen und schützen. Aber Nachrichtendienste sind an Gesetz und Recht gebunden, an den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und das Sammeln von Informationen über terroristische Anschläge rechtfertigt keine Totalüberwachung der Bürgerinnen und Bürger, meine Damen und Herren. Ende der Woche ist Europäischer Rat. Ich habe die klare Erwartung, dass die Bundeskanzlerin dieses Problem, das britische Spähprogramm, dort anspricht, und zwar so klar, dass es auch Konsequenzen hat. Und Herr Friedrich, von Ihnen erwarte ich natürlich mehr als nur einen Brief an die Botschaft zu schicken oder Frau Leuthäuser und warten, welche Antwort sie da bekommt, und ein bisschen öffentliche Besorgnis und Empörung zu zeigen. Das reicht natürlich nicht. Wir erwarten, dass Sie sich mit Ihren Amtskollegen an einen Tisch setzen und die Rechtslage und die Faktenlage aufarbeiten, damit wir präzise Informationen über das haben, was da passiert. Das ist Ihre Aufgabe. Wir wollen wissen, wie umfassend und intensiv wird in die Grundrechte deutscher Staatsbürger eingegriffen, auf welcher Rechtsgrundlage geschieht das, welche Schutzvorkehrungen gibt es und wie können wir dazu kommen, dass das auf vergleichbare Rechtsvorstellungen gestellt wird. Nicht nur private Bürgerinnen und Bürger, auch die mittelständischen Unternehmen machen sich in Deutschland große Sorgen. Sie haben zu Recht Angst vor Wirtschaftsspionage. Dadurch gehen diesen Unternehmen Milliardenwerte verloren. Ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung werden entwertet. Wenn schon befreundete Nachrichtendienste es so einfach haben, wer schützt unsere elektronische Kommunikation vor weniger freundlich gesinnten Zeitgenossen, meine Damen und Herren? Der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes hat gestern den Hinweis gegeben, die Bürgerinnen und Bürger sollten europäische Clouds nutzen. Gibt es die denn überhaupt in ausreichender Zahl? Es gibt eine riesige Nachfrage nach sicherer elektronischer Kommunikation. Wir müssen die Rahmenbedingungen dafür setzen, dass diese Nachfrage befriedigt werden kann. Und wenn Sie jetzt mit einem Internetsicherheitsgesetz kommen, wo ist denn das Gesetz? Ich habe eben nach der Drucksache gesucht. Herr Bundesinnenminister, die Wahlperiode ist vorbei. Sie hatten 4 Jahre Zeit. Dieses Gesetz haben Sie Ihren Innenministerkollegen auf den Tisch gelegt. Aber Sie haben gegenüber der FDP das nicht durchsetzen können. Das ist ja nicht mal in den Bundestag eingebracht worden. Und dies hier ist bekanntlich die letzte reguläre Plenarsitzung. Also wenn Sie jetzt damit kommen,
dann ist das ein Armutszeugnis, ein Eingeständnis, dass Sie hier nicht rechtzeitig gehandelt haben. Wir brauchen eine europäische Cybersicherheitsstrategie. Dafür müssen Sie Rahmenbedingungen setzen, rechtliche und ökonomische. Wir müssen die Daten und Informationen in unserer Kommunikation besser schützen können. Und vor allen Dingen, meine Damen und Herren, das soll meine letzte Bemerkung sein, wir brauchen europäische Sicherheitsstandards. Und dazu gehört auch eine europäische Datenschutzrichtlinie, die dringend überarbeitet werden muss und die diese Regierung behindert hat, weil sich Frau Leuthäuser und Herr Friedrich darüber nicht einigen konnten. Das Internet ist global. Und die Angriffe aus dem Internet sind auch global. Der Schutz vor solchen Angriffen ist national. Und der Datenschutz ist auch national. Das ist absurd. Das müssen wir überwinden. Wir müssen eine europäische Cybersicherheitsstrategie und einen europäischen Datenschutzstandard entwickeln, der uns in die Lage versetzt, das dann auch international, auch gegenüber den Vereinigten Staaten durchzusetzen. Daran hätten Sie arbeiten müssen, 4 Jahre lang. Nichts davon haben Sie getan. Thomas Oppermann war das, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion. Ja, morgen beginnt der EU-Gipfel in Brüssel und die Bundeskanzlerin, so Thomas Oppermann, könnte das Thema doch ansprechen. Der Regierungssprecher Steffen Seibert allerdings sagte, die Bundeskanzlerin wolle das nicht zum Gipfelthema machen. Jetzt geht es in der Debatte hier weiter mit Jimmy Schulz für die FDP-Fraktion. Ich bin entsetzt. Ich bin entsetzt und überrascht über die, die überrascht sind. Wissen wir doch vieles von dem, was wir gehört haben, vielleicht schon seit einiger Zeit. 2001 gab es die Debatte zu Echelon im Europäischen Parlament. 2001 gab es das Patriot Act, das Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA. Seit über einem Jahr ist bekannt, dass das Datenzentrum in Utah von der NSA gebaut wird. Ein Artikel in Telepolis vor über einem Jahr sagt dazu, Utah Data Center sei das letzte Stück eines komplexen Systems, das in den letzten 10 Jahren entwickelt wurde und fast alles können soll, was ein Geheimdienst sich nur wünschen kann. Es soll die gesamte Kommunikation über Satelliten, Überseekabel und zentrale US-Switches der großen Telekom-Anbieter abfangen, speichern und entschlüsseln und analysieren können. Sie sehen schon, vieles von dem war bekannt. Auf der DEFCON, dem größten Hacker-Kongress der Welt, sagte der NSA-Chef Keith Alexander, "We don't spy on every one of you." Lässt aber auch großen Interpretationsspannraum, auf wen er denn ausspioniert. Ich war dort. Was bedeuten diese Informationen, wenn sie nun stimmen? Es ist die größte anlasslose Massenbespitzelung, die bisher in einem größten Ausmaß, was wir uns vorher nicht vorstellen konnten, von wahrscheinlich deutschen Bürgerinnen und Bürgern und der deutschen Wirtschaft. Das ist eine eklatante Verletzung von Freiheitsrechten, unseren Datenschutzregelungen, unserer informationellen Selbstbestimmung und nicht zuletzt von Artikel 10 des Grundgesetzes, dem Fernmelde- und Kommunikationsgeheimnis. Wir Deutsche sind zu Recht sensibel. Deutsche Unrechtsstaaten haben auch in Deutschland in dem letzten Jahrhundert ihre Bürgerinnen und Bürger perfide ausspioniert. Das, was jetzt passiert, schürt das Misstrauen in staatliche Gewalt und stellt für viele Bürgerinnen und Bürger in Frage, was wir denn da tun. Aufklärung und Transparenz über diese Programme auf allen Kanälen ist nötig. Und sie kommt auch von der Bundesregierung, die Briefe geschrieben hat und auf Antworten wartet. Wir wollen keine inhaltlichen Details, aber wir wollen wissen, auf welcher Rechtsgrundlage passieren diese Dinge, welche Daten werden abgegriffen, in welchem Umfang wird das geschehen, sind Deutsche davon betroffen und wie werden diese Daten abgesaugt. Diese Transparenz gefährdet übrigens nicht unsere Sicherheit, sondern sie ist zwingend erforderlich für eine entwickelte Demokratie. Und wir unter Freunden haben ein Recht darauf, das zu erfahren. Welche Maßnahmen müssen ergriffen werden? Wir brauchen klare internationale Regeln. Wir brauchen eine Debatte darüber, und zwar auch international, was wir akzeptieren wollen und was nicht. Die Datenschutzdebatte muss national, europäisch und natürlich auch international geführt werden. Bessere Kontrolle und Transparenz der Geheimdienste. Auch das haben wir in unserem Positionspapier schon vor geraumer Zeit gefordert. Aber auch in Deutschland sollten wir darüber nachdenken,
wie wir selbst mit Plänen zur anlasslosen Datenspeicherung umgehen wollen. Auch wenn möglicherweise hier im Hause eine Mehrheit für eine anlasslose Speicherung aller Kommunikationsdaten wäre, in der Öffentlichkeit hat diese Debatte gezeigt, will eine breite Öffentlichkeit das nicht. Nicht nur deswegen sollten wir die Pläne für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung endlich über Bord werfen. Denn dies wäre der Einstieg in viel Schlimmeres. Und nicht alles, was technisch möglich ist, nicht alles, was technisch machbar ist, ist auch gesellschaftlich tolerabel. Wir können uns aber auch jetzt schon vor den Schnüffelstaaten schützen. Und das gilt nicht nur für Staaten übrigens. Wir können Achtsamkeit und Bewusstsein fördern, was man dann da gerade selber macht. Eine E-Mail ist, und das muss jeder wissen, so offen wie eine Postkarte. Lassen Sie die Daten im deutschen Rechtsraum. Verschlüsseln Sie Ihre Daten. Nutzen Sie sichere Cloud-Dienste. Nutzen Sie sichere Software und Betriebssysteme. Verbessern Sie deutsche Kompetenzen in Forschung und Industrie. Lasst uns das Bildungssystem dieses Bewusstsein schärfen. Doch ein Gutes hat die Sache. Jetzt, da wir wissen, dass man Skype abhören kann, benötigen wir weder Staatstrojaner noch Quellen-TKÜ. Das Geld sollten wir besser in den Schutz investieren. Das BSI kann da wertvolle Hilfe leisten. Vielen Dank. Jimmy Schulz war das für die FDP-Fraktion. Ja, er hat es angesprochen. Die Bundesregierung habe Briefe geschrieben und wartet auf Antwort, beispielsweise von der britischen Regierung. Dorthin hat nämlich der Bundesinnenminister einen Fragenkatalog diese Woche geschickt. Über das vermeintliche Spähprogramm hat das hier über die britische Botschaft in Berlin eingereicht. Und heute ist die Antwort gekommen. Das melden zumindest die Nachrichtenagenturen. Und die Briten verweigern zunächst eine Antwort auf die deutschen Fragen über das Spähprogramm. In der Debatte geht es weiter mit der nächsten Rednerin, Ulla Jelbke für die Linksfraktion. Der vor diesen Angriffen sträflich vernachlässigt hat. Und Herr Innenminister, Sie haben hier heute voll an der Sache vorbei argumentiert. Offensichtlich haben Sie auch nicht die richtigen Informationen. Wir wissen aus dem Innenausschuss, dass noch gar nichts beantwortet wurde von den USA. Und stattdessen, um tatsächlich Aufklärung herbeizuführen, haben Sie beispielsweise in der letzten Woche in einem Interview gesagt, Sie verbitten sich die harsche Kritik an unseren Partnern. Dazu kann ich nur so viel sagen. Wieso Partner? Geheimdienste der USA und Großbritannien können nicht unsere Partner sein, nicht der Bürgerinnen und Bürger und schon gar nicht aller Welt. Ganz im Gegenteil. Zum Beispiel hat der Präsident aus Venezuela, Maduro, Folgendes dazu gesagt. Ich zitiere, was würde passieren, wenn die Welt erführe, dass Venezuela spioniert? Sicherlich würde der UN-Sicherheitsrat einberufen werden. Und ich füge hinzu, würden die USA nicht mit Drohung geizen. Empörend ist nicht nur die Heuchelei der USA, empörend ist auch, dass die Bundesregierung die Grundwerte unserer Verfassung faktisch kampflos preisgibt. Letzte Woche war der US-Präsident Obama da. Die Bundeskanzlerin hatte nur laue, warme Worte für ihn. Küsschen hier, Küsschen da. Aber stattdessen hätte sie ihm lieber mal klipp und klar sagen sollen und in aller Öffentlichkeit, was wir davon halten, dass Bürger hier und Bürgerinnen hier überwacht werden und damit, dass er gefälligst damit Schluss zu machen hat, uns auszuspionieren. Die Bundesregierung behauptet, sie habe von dem Überwachungsprogramm nichts gewusst. Wer soll das glauben? Wenn Sie tatsächlich nichts gewusst haben, wozu haben Sie eigentlich Ihre Geheimdienste, die Deutschen? Ist nicht Spionageabwehr eine Aufgabe des Verfassungsschutzes und des BND? Es wäre ein weiterer Beweis dafür, dass diese Geheimdienste nichts, aber auch gar nichts zu unserer Sicherheit beitragen. Viel wahrscheinlicher ist aber, dass Sie sehr wohl gewusst haben, was da läuft. Der frühere BND-Chef beispielsweise, Herr Wieck, sagte gestern im Deutschlandfunk, ein solches Vorgehen sei, ich zitiere, das natürliche tägliche Brot von Geheimdiensten, auch des BND, weil er nämlich darauf setzt, von den erschnüffelten Erkenntnissen etwas abzukriegen. So wie der BND sich nicht scheut, Aussagen zu verwerten, zum Beispiel, wie wir wissen, aus Folterknästen wie Guantanamo, die erpresst wurden, will er auch illegal abgefangene E-Mails verwerten.
Wenn der BND nicht genauso schnüffelt, dann nicht, weil er Skrupel dafür hätte, sondern weil ihm schlicht und einfach die Ressourcen dazu fehlen. Zum Glück kann man da nur sagen. Aber wir wissen auch, dass der BND aufrüsten will mit einem Millionenprogramm, um es seinem großen Bruder gleichzutun. Die Linke erwartet, dass die zuständigen Ausschüsse hier keinen Cent zusagen bzw. diese freigeben. Meine Damen und Herren, wir erleben in diesen Tagen, dass die westliche Welt, die sich selbst so arrogant die freie Welt nennt, sich als Raum der Überwachung, der Verletzung der Intimsphäre und des Unrechts entpuppt. Ich weiß nicht, ob Verhandlungen über Datenschutzabkommen weiterhelfen. Was nur tut, sind auf jeden Fall Schutzprogramme, um die Überwachung zu verhindern oder wenigstens ihren Preis massiv hochzutreiben. Die Linke erwartet von der Bundesregierung klare Ansagen. Was wollen Sie tun, um die Überwachungsangriffe aus den USA und Großbritannien auf unsere Grundwerte abzuwehren? Und noch etwas. Je mehr sich herausstellt, dass die westlichen Geheimdienste sich einen Dreck um die Demokratie scheren, desto mehr verdienen jene Anerkennung, die tatsächlich die Freiheitsrechte, für Freiheitsrechte kämpfen. Ich rede von Leuten wie den Aktiven von WikiLeaks, von Brandy Manning, der seit Jahren im US-Militärknast schmort, und von Edward Snowden. Snowden hat die Schnüffelpraxis der USA und der Geheimdienste aufgedeckt. Für diesen Verdienst droht ihm nun schwerste Verfolgung durch die US-Behörden. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn wir alle ihm sagen würden, du bist hier willkommen, Edward Snowden verdient unsere Solidarität und unser Asyl. Ich danke Ihnen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun die Kollegin Renate Künast das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, Ihre Rede hier wäre selbst einem Erstsemester in den Rechtswissenschaften komisch aufgestoßen. Ja, da geben Sie so zum Besten, dass eine Exekutive ja an Recht und Gesetz gebunden ist. Ja, und dann, Herr Minister, welches Recht, welches Gesetz, was sind die Regeln und halten Sie sich dran, ist die Frage. Das ist doch die Frage. Es geht um Millionen Verbindungsdaten, es geht um Inhalte, es geht um umfassende Eingriffe. Und Sie sind hier nicht mal in der Lage darzustellen, jetzt entweder wie umfassend ist der Eingriff, was wird eigentlich alles ausspioniert, von Wirtschaftsspionage bis Terrorismus, der gesamte Privatverkehr von allen denen, die hier oben sitzen oder jetzt im Livestream gerade zuschauen. Und was passiert mit diesen Daten? Kein Wort haben Sie dazu gesagt, aber den Eid haben Sie mal geleistet, unser aller Rechte in Deutschland zu wahren. Wo waren bei Ihnen eigentlich die Aktivitäten? Wo sind bei Ihnen eigentlich die Aktivitäten? Sie erzählen uns hier so viel, dass Sicherheit nicht und Freiheit zusammengehören, aber Freiheit nicht ohne Sicherheit geht. Sehr schön. Auf diesem Parkett konnte ich jetzt auch rumtänzeln. Ja, aber wir sind jetzt schon weiter. Wir wissen um diese Balance, von der Sie geredet haben, das Spannungsfeld ist. Wir kommen da zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber hier haben wir einen realen Fall und nicht Erstsemester Philosophievorlesung. Hier heißt der Fall: Wir werden alle zu gläsernen Bürgern, anlasslos und schwellenlos wird vermutlich alles an Daten gesammelt, was sich gerade aktuell im Netz tut. Und das, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, ist nicht ein Albtraum à la Hollywood, sondern es ist offenbar Realität und nicht Film. Jeder muss sich Sorgen machen. Sie haben allgemein philosophiert. Aber was sagen Sie eigentlich konkret zu Snowden? Wie kann es eigentlich sein, dass ein Land jemanden, der nur sagt, was er arbeitet, zum meistgesuchten Menschen der Welt macht? Der nur das sagt. Warum kein Wort von Ihnen dazu? Kein Wort zu der Frage,
London heute. Sie haben ja gesagt, Sie hätten Fragen gestellt. Wir sehen jetzt auf dem Ticker, dass die britische Regierung nicht gewillt ist, Fragen zu beantworten. Und London empfiehlt nun der Bundesregierung als geeigneten Kanal für derartige bilaterale Gespräche doch die Nachrichtendienste selbst. Und das lassen Sie sich gefallen, Herr Friedrich, das lassen Sie sich gefallen, wo wir alle in unserer Kommunikation ausgespäht werden, sollen wir uns darauf reduzieren lassen, dass die Geheimdienste, so als seien wir alle Schwerverbrecher, Terroristen oder wir würden Wirtschaftsspionage praktizieren, soll das alles nur geklärt werden unter dem geheimen Deckmantel und klassifiziert, Entschuldigung, durch die Geheimdienste. Das meinen Sie doch nicht ernst. Ich hätte erwartet, dass Sie hierzu die Stimme erheben, und zwar klar. Ich hätte erwartet, dass Sie an der Stelle klar sagen, dieses ist kein bilaterales Problem zwischen uns und den USA, zwischen uns und Großbritannien, sondern hier gilt internationales Recht. Und schon allein, wenn ich auf Großbritannien schaue, hier geht es um die Einhaltung von europäischem Recht, weil in den europäischen Rechtsgrundlagen auch außerhalb der Grundrechtecharta, meine Damen und Herren, die ja Großbritannien nicht unterzeichnet hat, die Binnenmarktregeln sagen, dass wir alle das Recht haben, dass unsere persönlichen Daten geschützt werden. Und deshalb ist es nicht bilateral, sondern, und das haben wir in unserem Antrag geschrieben, es gehört auf die Tagesordnung des Europäischen Rates in dieser Woche. Wer aber nicht ernsthaft aufklären will und unsere Rechte verteidigen will, der tut so, Herr Friedrich, als könnte man es irgendwo bilateral oder in den Gesprächen der Geheimdienste miteinander besprechen. Nein, wir wollen, dass es auf die Ratssitzung kommt. Wir wollen, meine Damen und Herren, wissen, was passiert ist. Wir wollen laut sagen, was rechtlich nicht geht. Und wir wollen, dass diese Bundesregierung prüft, welche rechtlichen Schritte man gegenüber den USA oder Großbritannien unternehmen kann. Zum Beispiel ein Vertragsverletzungsverfahren wegen Missachtung und Verletzung des europäischen Rechts. So klar müssen wir es hier ansprechen. Kein Wort von Ihnen dazu. Und ich sage Ihnen, wenn jetzt keine eindeutige politische und rechtliche Zurückweisung dieser Schnüffelprogramme erfolgt, meine Damen und Herren, wenn wir jetzt nicht wirklich unser Recht verteidigen, dann sind ja doch die Verfassungsrechte der westlichen Demokratien das Papier am Ende nicht wert, auf dem sie geschrieben stehen, meine Damen und Herren. Wozu ist eigentlich Regierung da? Regierung ist dazu da, Gesetze zu machen, zu kontrollieren, unser aller Rechte zu vertreten, meine Damen und Herren. Schön, Herr Schulz, dass Sie an dieser Stelle die Vorratsdatenspeicherung abgelehnt haben. Aber dann erwarte ich von Ihnen als FDP auch, dass Sie genauso klar sagen, es muss auf die Tagesordnung. Wir müssen ein Vertragsverletzungsverfahren prüfen, meine Damen und Herren. Recht, meine Damen und Herren, soll und darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss in der Realität auch praktiziert werden. Und deshalb sage ich Ihnen an dieser Stelle ganz klar, die Aufgabe der Bundesregierung ist zuerst, unsere Rechte hier und heute zu verteidigen. Und dann, lieber Thomas Oppermann, ist es richtig, über europäische Datenschutzrichtlinien zu reden, über eine europäische Cyberstrategie. Das ist immer richtig, weil wir nur so dieses Recht auf Datenschutz, auf informationelle Selbstbestimmung tatsächlich verteidigen können. Aber als allererstes wollen wir wissen, was war, und wollen wir endlich, dass das europäische Recht eingehalten wird. Renate Künast war das, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Ihr folgt jetzt hier am Rednerpult der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Große-Brömer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Künast, am besten war Ihre Passage mit dem Herumtänzeln. Also Sie sind da so ums Thema herumgetänzelt, dass der Vorwurf, der Minister sei unkonkret gewesen, ja nun wirklich völlig abwegig war. Natürlich sind wir nicht alle Terroristen, welch eine Binsenweisheit. Wir sind aber auch nicht alle ständig permanent überwacht. Das ist genauso richtig. Wer sich mit dem Thema ernsthaft und sachlich auseinandersetzt, der kümmert sich doch vielleicht mal um die Kernfragen dieser Problematik, nämlich um Prism, um Tempora, und stellt die Fragen, die das Ministerium eben schon gestellt hat. Nur tun Sie doch nicht so,
Tun Sie doch nicht so, als hätte es irgendeinen Rechtsvorstoß deutscher Ministerien oder gar des deutschen Innenministeriums gegeben. Das ist doch völlig abwegig. Darum geht es doch in diesem Punkt gar nicht. Wo ist denn der Rechtsvorstoß des Ministers? Sie suggerieren hier immer so die permanente Kontrolle und irgendwelche Fehler von deutschen Ministern. Darum geht es hier gar nicht. Hier geht es um eine Überwachung. Darüber kann man nachdenken. Und um eine Bundesregierung, die unverzüglich, schnell und besonnen gehandelt hat, sich um Aufklärung bemüht hat. Das ist die Wahrheit. Ja, das gefällt Ihnen nicht, aber es ist die Aufgabe der Regierung, genau das zu tun, was sie getan hat. Im Übrigen, wir können ja noch mal nachfragen, die Kanzlerin hat sich ja nicht nur mit Herrn Obama unterhalten, Herr Steinbrück, das musste der amerikanische Präsident lernen, dass er nicht Steinberg heißt, aber er hat es ja dann irgendwann mitbekommen. Was hat er denn aus seinen Gesprächen herausgefunden? Er hat doch bestimmt auch mit dem Präsidenten über PRISM geredet. Und deswegen hatte ich mich schon gewundert, dass Sie diese Aktuelle Stunde überhaupt mit beantragen. Weil eigentlich müsste doch schon alles klar sein angesichts der diplomatischen Fähigkeiten Ihres Kanzlerkandidaten. Also, um das mal ganz klar zu sagen, ich wäre ein Stück weit vorsichtig mit schnellen, voreiligen Schlussfolgerungen. Denn hier in Deutschland ist natürlich eins total richtig. Wir haben klare gesetzliche Grundlagen für das, was wir tun. Und wenn andere die nicht einhalten, dann wird in der Tat nachgefragt. Dann wird in einen kritischen Dialog eingetreten. All das, was wir natürlich auch als Union fordern. Keiner kann angesichts dieser Meldungen zufrieden sein, die da in den Zeitungen standen, im Guardian oder sonst wo. Und keiner kann angesichts der Aussagen von Herrn Snowden beruhigt sein und sagen, da wird ja schon nichts dran sein. Nein, vollständige Aufklärung ist hier gefragt, keine Frage. Aber die findet ja auch statt. Jedenfalls wird die Bundesregierung genau so das tun, was sie ja nun auch schon am Anfang gemacht hat, Fragenkataloge erstellen und konkret gerade befreundete Staaten und Nachbarn auffordern, hier vernünftig Auskunft zu geben. Und ich will Ihnen noch mal sagen, gerade weil Deutschland ja nicht zuletzt auf der historischen Erfahrung eine wehrhafte Demokratie ist, natürlich müssen wir eben auch Bedrohungen für die Sicherheit der Menschen in unserem Land abwenden. Darum geht es doch im Zweifel auch. Und deswegen brauchen wir auch Nachrichtendienste. Tun Sie doch nicht immer so, als wäre da permanent nur die Ausspähung das einzige Interesse. Hier geht es auch um den konkreten Schutz der Menschen in Deutschland. Auch das ist eine verfassungsrechtliche Aufgabe im Übrigen. Und deswegen gilt es, genau das zu tun, was der Minister gesagt hat, die passende Balance zu finden, das eine tun, ohne das andere zu lassen. Darum geht es. Und natürlich hat der Bundesinnenminister recht, wenn er vor einigen Tagen in einem Interview gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass die Verbrecher technologisch aufrüsten, immer effizienter das Netz nutzen und wir als Staat denen nichts entgegensetzen können. Kontrollverluste über Kommunikation von Kriminellen müssen durch neue rechtliche technologische Mittel ausgeglichen werden. Ja, natürlich ist das doch die Aufgabe. Seien wir doch mal ehrlich. Es ist doch nicht nur eine Ausspähung. Es ist doch auch die Aufgabe des Staates, genau sich darum zu kümmern. Und ich möchte Sie als Erstes hören, wenn in Deutschland ein terroristischer Anschlag stattfindet. Dann ist bei Ihnen nämlich nicht mehr die Empörung über das Ausspähen groß, sondern die Empörung, dass der Staat zu wenig gehandelt hat zum Schutz seiner Bürgerinnen und Bürger. Das ist dann der nächste Vorwurf. Insofern geht es in der Tat um die richtige Balance. Wir wollen keinen Überwachungsstaat. Wir haben auch keinen Überwachungsstaat. Wir haben eindeutige Rechtsgrundlagen für Überwachungsmaßnahmen der Telekommunikation. Wir haben die Polizeigesetze der Länder, wir haben die Strafprozessordnung, wir haben das Gesetz zur Beschränkung des Briefpost- und Fernmeldegeheimnisses, die G10. All das ist in Deutschland das rechtliche Gerüst sozusagen, um eben nicht blinde, unverhältnismäßige Ausforschung zu betreiben. Das sind die strengen Regeln, an die wir uns halten. Und deswegen gibt es auch in Deutschland die richtige Balance aus meiner Sicht zwischen dem Schutz der inneren Sicherheit, dem Recht auf Privatsphäre und informationelle Selbstbestimmung. Und im Übrigen haben wir heute noch eine Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Und da werden natürlich weiterhin Fragen gestellt, weil wir in Deutschland glücklicherweise eine parlamentarische Kontrolle haben. Herr Ströbele, Sie freuen sich schon wieder auf die Sitzung. Sie haben doch bestimmt schon wieder etliche Fragen vorbereitet. Das ist auch gut so. All das funktioniert in Deutschland. Wir treffen uns gerade in diesem Gremium
Im Übrigen aus Sicht ja auch vieler Kollegen, die da in diesem Gremium länger sind als ich, die finden ja sogar, dass in den USA die parlamentarische Kontrolle hervorragend ausgestaltet ist. Also das, was Sie hier teilweise kritisieren, haben Sie ja an anderer Stelle schon eigentlich als blendendes, gutes Vorbild gelobt. Kollege Rossi-Brömer, gestatten Sie eine Frage des Kollegen Ströbel? Nee, er hat ja schon. Wir sind ja jetzt auch gleich durch. Mir geht es nur noch darum, gerade im parlamentarischen Kontrollgremium treffe ich ihn, dann kann er mir die Frage auch direkt stellen. Es dauert dann nicht mehr lange, das ist in 2 Stunden der Fall. Und deswegen haben wir sogar noch den Vorteil, dass dieses Gremium, Kontrollgremium, ja auch mit dem Deutschen Bundestag jeweils informiert und deswegen auch die notwendige Transparenz hergestellt. Ich bin mit Ihnen der Auffassung, das, was wir gelesen haben, muss hinterfragt werden, muss aufgeklärt werden. Und wir müssen einen kritischen bilateralen Dialog im Interesse der Bürgerinnen in Deutschland führen mit denjenigen, die all das angeblich durchgeführt haben. Das wird stattfinden. Das ist Aufgabe der Bundesregierung. Und diese Aufgabe erfüllt sie hervorragend. Michael Große-Brömer war das, der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, der eben, wie er selbst ja auch schon angedeutet hat, auch Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium ist, das die parlamentarische Kontrolle über die deutschen Geheimdienste hat und zuständig ist. Und vielleicht erhält er und die anderen Mitglieder da heute Nachmittag noch mehr Informationen, als bislang hier im Parlament bekannt sind, über das britische und das amerikanische Spähprogramm. Nächster Redner jetzt hier in der Aussprache, Michael Hartmann für die SPD, der innenpolitische Sprecher. Gesagt, dass es natürlich eine Pflicht eines jeden Staates ist, für Sicherheit zu sorgen. Ohne Frage, wer könnte dem widersprechen? Aber das gilt für jeden Staat. Das gilt auch für Diktaturen, das gilt für Unterdrückungsstaaten. Es ist doch im Unterschied dazu die Leistung des neuzeitlichen Verfassungsstaates, dass Sicherheit nur unter der Bedingung der Freiheit gewährleistet wird. Und diese Freiheitsrechte wurden durch die Programme, die jetzt bekannt geworden sind, natürlich verletzt und angegriffen. Und deshalb darf man das nicht lapidar abtun, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir reden hier also über unser Selbstverständnis als westliche Wertegemeinschaft. Und insofern würde ich mir auch mehr erwarten, als Briefe noch nicht mal mit Ihrer Unterschrift von subalternen Beamten doch bitte mal ein paar Fragen zu beantworten. Ich würde mir mehr erwarten als diplomatische, abgestanzte Formulierungen der Kanzlerin in einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem US-Präsidenten. Und ich würde mir auch anderes erwarten als, so wird es in der Presse zitiert, Frau Justizministerin, Brandbriefe von Ihnen. Es muss ein anderer Stil, ein anderer Druck hinein. Ein Thema, das so weitgehend Bürgerrechte berührt, ist Chefsache und muss natürlich, da haben die Grünen völlig recht, im Europäischen Rat prominent und nicht irgendwo behandelt werden. Im Übrigen verstehe ich auch die Aufgabenteilung, wie so oft, zwischen Justiz und Innen in dieser Wahlperiode nicht. Wie ist das, Herr Friedrich? Sprechen Sie jetzt für die Bundesregierung? Und agiert Frau Leuthäuser außerdem autonom, schreibt die eigenständig Briefe? Oder, Frau Leuthäuser, trauen Sie dem Innenminister nicht, dass er das richtig macht? Oder gehören Sie vielleicht einer anderen Bundesregierung an? Jedenfalls geht die Schiene da sehr auseinander. Da schreibt eine Ministerin, dort lässt ein Minister schreiben, und Antworten sind in beiden Fällen nicht da, im Übrigen. So viel zum Aufklärungswillen, meine Damen und Herren. Wir haben also, das müssen wir hinnehmen, zumindest was die Behörden der USA und Großbritanniens angeht, noch keine sicheren Erkenntnisse, noch gar keine, was offizielle Stellungnahmen anbelangt. Da kann alleine die Bundesregierung für Abhilfe schaffen. Das kann nicht das Parlament machen. Und dazu gehört eben der nötige Druck und nicht das pflichtschuldige Nachfragen, damit man das halt mal gemacht hat. Vielleicht sogar mit dem Hinweis darauf, na ja, Herr Ströbele, wir kennen das ja, vermutlich bekommen wir keine Antwort, dann ist das halt so. Weiter im Gefecht. Alles so, wie es war und alles so, wie es ist. Das geht eben nicht, sondern es geht darum, dass ein großer Teil unserer Bevölkerung, nicht nur der kritischen Öffentlichkeit, natürlich unglaublich verunsichert ist durch solche Meldungen. Das Gefühl hat, jetzt ist wirklich Big Brother überall vorhanden und das gar noch von ausländischen Staaten, die angeblich befreundet sind. Und im Übrigen ist auch das ein Kernpunkt in der ganzen Debatte. Wenn wir Teil einer Wertegemeinschaft sind
Und wenn wir gemeinsame Ziele auch bei der Verbrechens- und Terrorbekämpfung verfolgen, dann kann es doch nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland durch diese Maßnahmen per se unterstellt wird, dass sie wie potenzielle Gefährder zu behandeln sind, meine Damen und Herren. Mir tut diese fehlende Klarheit auch deshalb leid, weil ich sehe, wie sehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Diensten leiden unter Diskussionen, die aus ganz verschiedenen Quellen sprießen und die ganz verschiedene Ursachen haben. Denn nicht die Beamten beim Verfassungsschutz oder beim BND oder beim MND sind diejenigen, die als Täter anzusehen sind. Nein, die berichten immer, wie es so schön heißt, an die Bedarfsträger. Und Bedarfsträger ist der Bundestag und ist die Bundesregierung. Die geben die Richtlinien vor. Und deshalb müssen wir dort auch klar sagen, was wir wollen und was nicht geht. Und nicht den einzelnen Beamten prügeln, wo es tatsächlich um Fehlhaltungen einer Bundesregierung gehen könnte, meine Damen und Herren. Ich sage das unter anderem vor dem Hintergrund, dass ja nun einer verqueren Vermischung, da bin ich sehr bei Ihnen, Herr Bundesinnenminister, alles, was der BND so möglicherweise oder tatsächlich plant, gleich auch, als zumindest heikel angesehen wird. Ich teile das ausdrücklich nicht, sondern ich sage Ihnen sehr offen und direkt, ich will, dass unser Bundesnachrichtendienst besser wird. Aber nicht etwa um uns oder um beliebige andere Staatsbürger, gar noch befreundeter Staaten auszuspähen, das nicht, sondern weil wir eine Riesenlücke haben in der Cyberabwehr. Wir haben tagtäglich eine Vielzahl von Angriffen auf Deutschland und wissen die kaum zu erfassen, geschweige denn zu bekämpfen. Und da muss unser Bundesnachrichtendienst besser werden. Und deshalb muss da auch Geld in die Hand genommen werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Debatte wird natürlich sich noch eine Weile weiterdrehen. Man darf auch gespannt sein, welche Wolken sie noch nimmt. Klar ist unbedingt, wir brauchen eine Bundesregierung, die das Thema zur Chefsache macht, auch zur Beruhigung und zur Aufklärung. Und wir brauchen klare gemeinsame Regeln innerhalb der Europäischen Union, mindestens eigentlich zwischen den westlichen Staaten. Ich habe mir mal erlaubt, in Stockholmer Programm zu gucken. Das ist ja das Programm, das die ganze Sicherheitszusammenarbeit innerhalb Europas definiert. Da heißt es wunderschön, die Grundprinzipien wie Zweckgebundenheit, Verhältnismäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, zeitlich begrenzte Speicherung, Sicherheit und Vertraulichkeit sowie die Achtung der Rechte des Einzelnen, eine Kontrolle durch unabhängige nationale Aufsichtsbehörden und der Zugang zu einem wirksamen Rechtsschutz müssen gewährleistet werden und ein umfassendes Schutzkonzept muss ausgearbeitet werden. Prima, machen Sie das, erinnern Sie die Briten und die Amerikaner daran, dass auch sie diesen Werten verpflichtet sind und verhindern wir doch bitte durch klare Aufklärung, dass ausgerechnet Länder wie China und Russland derzeit Krokodilstränen weinen um die großartige und schreckliche Überwachung, die angeblich der Westen vornimmt. Da sind die wahren Gegner. Und deshalb müssen wir für Klarheit sorgen. Das sagt Michael Hartmann für die SPD-Fraktion, der innenpolitische Sprecher. Ebenfalls innenpolitische Sprecherin, allerdings für die FDP-Fraktion, Gisela Pilz. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, o tempora, o mores, für alle die, die nicht Latein lernen mussten, o ihr Zeiten, o ihr Sitten. Dieser altbekannte Ausspruch, der sonst eher von älteren, gesetzteren Herrschaften vielleicht gegenüber der sich nicht so gut benehmenden Jugend benutzt wird, bekommt vor dem aktuellen Hintergrund eine völlig neue Bedeutung und sicherlich auch vor mancher Äußerung hier. Tempora und Prism, diese beiden Begriffe führen uns deutlich vor Augen, was heute technisch geht und vor allen Dingen, dass heute das, was technisch geht, leider auch viel zu oft gemacht wird. Wir sind uns, das ist in dieser Debatte deutlich geworden, fast immerhin alle einig, dass diese ausufernde Überwachung unverhältnismäßig ist. Denn es geht in der Mehrheit um unbescholtene Bürger. Mit wenigen Ausnahmen sind wir der Auffassung, dass es so nicht weitergehen kann, nicht so weitergehen darf und dass wir das nicht hinnehmen können. Es ist dann aber schon erstaunlich, wenn man sich manche Äußerungen so anhört. Warum eigentlich echauffiert sich die Kommissarin Reding der EU öffentlich über PRISM, während die EU die Vorratsdatenspeicherung weiter forciert? Und übrigens nicht nur die EU, sondern mindestens auch die SPD, die sich heute ja ein bisschen anders anhört. Und ich finde, meine Damen und Herren, das passt nicht zusammen. Wer die Vorratsdatenspeicherung propagiert,
kann nicht glaubwürdig gegen die anlasslose Speicherung an anderer Stelle auftreten. Und, meine Damen und Herren, wenn man schaut, auf der letzten Justizministerkonferenz im Saarland im Juni 2013, das ist nicht wirklich lange her, hat die Mehrheit der rot-grünen Länder, nämlich NRW, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, die Bundesjustizministerin aufgefordert, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung endlich einzuführen. Meine Damen und Herren von der SPD insbesondere, wenn Sie klüger geworden sind, dann würde uns das freuen als Liberale. Aber dann sagen Sie es hier auch, weil die Vorratsdatenspeicherung ist nicht dasselbe. Darüber sind wir uns einig. Das ist keine Frage. Aber es geht bei der Vorratsdatenspeicherung genauso um eine anlasslose Speicherung von Daten ein halbes Jahr lang von Menschen, die telefonieren, die ihre E-Mails austauschen, die SMS schicken. Und das ist ein Anfang. Und wir als Liberale versuchen, das zu verhindern. Und wir würden uns freuen. Und wir rufen Sie auf, uns dabei zu helfen. Und das Spiel, was hier manche spielen, gute Daten, schlechte Daten, ist ein Schlag aus meiner Sicht ins Gesicht der Menschen in Europa. Anlasslose Rundumüberwachung der NSA ist nicht besser als die der Briten. Und aus meiner Sicht eben auch die Vorratsdatenspeicherung stellt die Menschen unter einen Generalverdacht. Und deshalb, wie gesagt, freuen wir uns über Unterstützung. Grandios in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, finde ich aber auch das Interview von Herrn Oppermann, der ja leider nicht mehr hier sein kann, der RP Online am 25. Juni ein Interview gegeben hat. Das war diese Woche. Da waren beide Skandale schon bekannt. Da sagt er nämlich, Otto Schily hat eine historische Leistung vollbracht. Er hat gezeigt, dass die Bürger nicht auf Freiheit verzichten müssen, wenn der Staat zum Schutz vor Terroristen drastische Maßnahmen ergreifen muss. Höre ich da Gelächter? Ich verstehe das. Er hat Freiheit und Sicherheit zum Ausgleich gebracht, und das bekommt diese Bundesregierung nicht hin. Meine Damen und Herren, Otto Schily hat die sogenannten Otto-Kataloge 1 und 2 durch dieses Parlament gebracht. Mit den Grünen gemeinsam, genau. Und das hat mit der Balance von Sicherheit und Freiheit nichts mehr zu tun. Meine Damen und Herren, Otto Schily hat am Parlament und an allen vorbei die Online-Durchsuchung installiert. Das hat mit der Balance von Freiheit und Sicherheit nichts zu tun. Und, meine Damen und Herren, er hat auch gesagt, die Terroristen sollen aber wissen, wenn ihr den Tod liebt, könnt ihr ihn haben. Und von daher glaube ich, sich auf Herrn Schily zu berufen, wenn man Otto meint und nicht Konrad, der unserer Partei angehört, dann muss man sich ernsthaft fragen, was ist das für ein zukünftiger, wenn wir alles verhindern können, dann hoffentlich das, Innenminister für dieses Land. Und es ist ja noch schlimmer, wenn Sie das Interview weiterlesen. Frau Kühner, so verunglückt wie Sie kann ich gar nicht reden. Das geht ja noch weiter. Der gleiche Herr Oppermann, der hier großartig Konsequenzen gefordert hat, wurde gefragt, was kann man denn da tun, wenn die Briten einen ausspähen? Kurzform, Frau Merkel muss es richten. Meine Damen und Herren, wenn das Ihr Programm ist, ist das die beste Wahlhilfe für unsere Koalition. Das zeigt doch, dass Sie selber nicht wissen, was Sie hier tun sollen. Die Konsequenz, die wir fordern als Liberale, ist, dass wir uns in Brüssel endlich verstärkt dafür einsetzen, dass das Datenschutzrahmenabkommen endlich geschlossen wird. Mein Fraktionsvorsitzender hat recht, wenn er die Kanzlerin aufgefordert hat, gegenüber dem britischen Premier Klartext zu fordern. Wir brauchen Aufklärung und wir brauchen effektive und schnelle Maßnahmen. Mit ausweichenden Antworten darf man sich nicht mehr zufrieden geben, denn da, Herr Kollege, haben Sie völlig recht. Wenn man so mit Freunden umgeht, will ich nicht wissen, was Feinde erwartet. Da haben Sie leider völlig recht. Und wir erwarten als Liberale von der Bundesregierung, dass sie eine Taskforce einsetzt. Sie muss Experten aus den verschiedenen Ressorts einsetzen, um penibel aufzuklären, was passiert ist. Und wenn das geht, was der Bundesdatenschutzbeauftragte heute ins Spiel gebracht hat, ein Zusatzprotokoll auf der EU-Ebene, auf der UN-Ebene, dann hoffe ich, dass die Bundesregierung das auch wohlwollend prüft. Auch die Landesdatenschutzbeauftragten müssen Unternehmen hier prüfen und sich darum kümmern, was denn möglicherweise direkt an die Amerikaner oder auch an die Briten herausgegeben worden ist. Aber eines möchte ich noch sagen, weil hier immer wieder darauf hingewiesen wird, dass im Internet Verbrechen verabredet wird. Meine Damen und Herren, das ist selbstverständlich richtig. Das ist am Telefon so passiert früher, das ist auf der Parkbank früher passiert oder wo auch immer. Aber eines muss man sagen, das Internet wird überwiegend
von Rechtschaffenen, von Ehrlichen, von ganz normalen, in Anführungszeichen, Menschen benutzt, die ihr Leben dort sozusagen offenlegen, die ihr Leben dort leben und die das Leben übrigens von vielen von uns auch deutlich leichter gemacht hat. Ohne Internet gäbe es Wissensvermittlung in vielen Ländern überhaupt nicht. Und das, meine Damen und Herren, ist etwas, was wir schützen müssen. Es geht nicht nur darum, das Schlechte zu sehen, sondern das Gute zu sehen, weil das Gute überwiegt das Schlechte. Und Herr Innenminister, meine Bitte, wenn Sie daran denken, dass es so ist, man schützt die Freiheit nicht, indem man sie aufgibt. Das ist etwas, das Liberale immer wissen. Und wir hoffen, dass nicht nur wir das so sehen. Vielen Dank. Die liberale Abgeordnete Gisela Pils, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und innenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Ihr folgt jetzt hier in der Aussprache für die Linksfraktion Stefan Liebig. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn ich in Ihre E-Mails oder in das Telefon Ihrer Frau hineinsehen wollte, müsste ich nur die abgefangenen Daten aufrufen. Ich kann Ihre E-Mails, Passwörter, Gesprächsdaten, Kreditkarteninformationen bekommen. So hat es Edward Snowden, der Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA, gesagt. Und ich danke ihm für seine Ehrlichkeit und im Namen der ganzen Fraktion Die Linke und vieler weiterer Bürgerinnen und Bürger für seine Ehrlichkeit. Denn nur deswegen können wir hier diese Debatte führen. Er hat es ermöglicht, dass einer der größten Einbrüche in die Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern der Welt bekannt und damit diskutierbar geworden ist. Und dieses Verdienst wird auch nicht dadurch geschmälert, dass Russland, wo sich Snowden im Moment mutmaßlich aufhalten dürfte, nun wirklich nicht das Paradies für Bürgerrechte und Datenschutz ist. Statt darüber zu lästern, wäre es umso sinnvoller gewesen, ihm hier in der Bundesrepublik Deutschland Asyl zu gewähren. Und das, Herr Friedrich, geht ganz einfach. Das geht ganz einfach. Paragraph 22 des Aufenthaltsgesetzes bietet dafür die Möglichkeit, eine Aufenthaltserlaubnis ist zu erteilen, wenn das Bundesministerium des Innern oder die von ihm bestimmte Stelle zur Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland die Aufnahme erklärt. Mit so einer Entscheidung hätte unsere Regierung deutlich gemacht, dass wir als eigenständiger und selbstbewusster Partner der Vereinigten Staaten nicht bereit sind, jeden Irrsinn zu tolerieren oder zu decken, der im Terrorwahn angerichtet wird. Und es betrifft ja auch die politischen Interessen unseres Landes, die hier gewahrt werden müssen. Herr Friedrich, Sie haben eben zu Recht gesagt, der gläserne Bürger ist mit unserer Verfassung nicht zu vereinbaren. Und dann kneifen Sie die Augen vor dem zu, was hier passiert. Sie glauben doch nicht wirklich, dass die Washington Post oder der Guardian ungeprüft irgendwelchen Unsinn veröffentlicht. PRISM ist nicht irgendein Ding aus dem von Angela neu entdeckten Neuland, sondern ein Datensammelprogramm ungeahnten Ausmaßes. Wer sehen will, kann sehen. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Seit 2007 sammeln die Sicherheitsbehörden ihre Daten bei Microsoft, seit 2008 ihre Daten bei Yahoo, seit 2009 bei Google und Facebook, seit 2010 bei YouTube, seit 2011 bei Skype und AOL und seit 2012 bei Apple. Und wenn ich hier in die Reihen schaue, sind wieder zu viele Kollegen mit ihren mobilen Geräten beschäftigt. Ja, Sie fühlen sich ertappt, Herr Hartmann, völlig zu Recht. Wissen wir denn eigentlich noch, wer alles mit welchen Informationen betroffen ist, die wir hier jeden Tag austauschen? Wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, ich hätte so etwas in das Reich der Verschwörungstheorien verwiesen, aber es ist bittere Realität, und das dürfen wir nicht akzeptieren. Um es mal mit Zahlen festzumachen, Facebook hatte im letzten Jahr 26 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hier in Deutschland. AOL immerhin noch 5 Millionen, YouTube 4,3 Millionen. Auf deren Datenprofile und auf die Spuren ihres Nutzerverhaltens hat die NSA Zugriff. Das Bundesverfassungsgericht hat 1983 in seinem Volkszählungsurteil formuliert, mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine diese ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in denen der Bürger nicht mehr wissen kann, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß. Wissen wir das noch? Wissen Sie, wer was wann über sie weiß? Oder ist es Ihnen oder uns allen inzwischen egal? Und alles, was der Bundesregierung dazu einfällt, sind Ausflüchte, Briefe. Herr Grosse-Böhmer will einen kritischen Dialog. Da bricht ein Bündnispartner in unsere Wohnung ein und stiehlt sensibelste Daten, und es gibt noch nicht einmal einen Protest. Aus meiner Sicht gibt es hierfür keine Rechtfertigung, sondern der Botschafter der Vereinigten Staaten müsste einbestellt werden, es müsste eine umfassende Erklärung verlangt werden und es müsste erwartet werden, dass diese Praxis sofort beendet wird. Herr Friedrich hat hier gesagt, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit.
Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten und immerhin auch Gründer des US Postal Service, also in gewisser Weise einer der Vorläufer des Internets, sagte, wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Wenn das passiert, dann haben die Terroristen gewonnen. Daran dürfen wir alle kein Interesse haben. Stefan Liebig war das für die Linksfraktion und der nächste Redner hier in dieser vereinbarten Debatte internationale Internetüberwachung kommt aus den Reihen der Bündnisgrünen, Konstantin von Notz. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Pilz, das war ja eben die letzte schwarz-gelbe Rede zur Innenpolitik hier in der 17. Wahlperiode und mit ihrer Adressierung an den Bundesinnenminister ein Dokument des Scheiterns der Innenpolitik in den letzten Jahren. Die Debatte hier heute insgesamt spiegelt aufs Traurigste wider, warum diese Bundesregierung im Bereich des Datenschutzes überhaupt nichts auf die Reihe bringt und gebracht hat. Sie verstehen schlicht das Ausmaß der Probleme nicht. Sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, wenn im Internet durch Geheimdienste und bestimmte Konzerne der grundrechtlich verbriefte Datenschutz erodiert. Sie haben nicht verstanden, was es bedeutet, wenn sich jegliche Datensicherheit, Herr Minister, sowohl für Menschen, aber eben auch für Unternehmen und Behörden in sicherheitspolitischem Wohlgefallen auflösen. Und Sie müssen endlich erkennen, staatliche Überwachungsprogramme wie PRISM, wie Tempora rühren am Kern unserer Verfassung, am Kern unseres Rechtsstaats. Sie lassen die über Jahrzehnte erkämpfte Standards ins Leere laufen. Sie höhlen aus, was nicht ausgehöhlt werden darf. Und deswegen müssen sie gestoppt werden, meine Damen und Herren. Und was macht die Bundesregierung, Frau Pilz, angesichts dieser durch einen Whistleblower aufgedeckten Tatsache? Sie vernebeln, sie verschleppen. Sie bleiben schlicht untätig. Die Bundeskanzlerin sprach angesichts von Tempora, der massenhaften, anlass- und schwellenlosen Überwachung aller Bundesbürgerinnen und Bundesbürger von der richtigen Balance zwischen Sicherheit und Unbeschwertheit im Netz. Unbeschwertheit im Netz. Man fasst es nicht. Für wen es hier nicht um den Grundrechtsschutz, um die Privatsphäre, um die Vertraulichkeit der Kommunikation und um die Sicherheit von Staats- und Betriebsgeheimnissen geht, für den ist nicht nur das Internet Neuland, meine Damen und Herren. Dass Frau Merkel diese wirklich gravierenden Vorgänge nun nicht einmal beim kommenden EU-Gipfel thematisieren will und auf bilaterale Vorgänge verweist, ist schlicht absurd. Gleichzeitig passt es aber ins Bild, wenn diese Bundesregierung mit Frau Merkel an der Spitze ist eine Regierung der Datenschutzversager. Alle ihre im Koalitionsvertrag großspurig angekündigte Projekte sind erbärmlich gefloppt. Sie haben alles an die Wand gefahren bzw. sabotiert, Herr Innenminister. Das alles ist ein Armutszeugnis. Und jetzt kommen mit PRISM und Tempora zwei Programme ans Tageslicht, die Sie auch jetzt nach Tagen und nach Wochen noch nicht einmal korrekt einordnen können, Herr Friedrich. In der Anhörung des Unterausschusses Neue Medien am Montag hat die Unionsfraktion nicht eine einzige Frage gestellt, während verschiedene Minister in all ihrer Hilflosigkeit offene Briefe schreiben, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, sehen Sie scheinbar noch nicht mal irgendeinen Aufklärungsbedarf in diesem Ausschuss. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Blumenthal? Immer gerne. Die Schleswig-Holsteiner sind mir besonders lieb. Genau so ist das. Lieber Herr Kollege von Notz, vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich möchte Sie Folgendes fragen. Sie haben gerade ein hohes Loblied aus Sicht der Grünen auf die Grundrechte hier abgesungen. Für wie belastbar und glaubhaft halten Sie das eigentlich, wenn es erstens diese Grünen waren, die eine Seite von Otto Schily seit an seit mit die stärksten Grundrechtseinschränkungen im Nachkriegsdeutschland mitgetragen haben und zweitens es diese Grünen sind, die vor zwei Wochen, wie Frau Pilz schon ausgeführt hat, im Rahmen der Justizministerkonferenz der Bundesländer mit ihrer ach so kraftvollen rot-grünen Gestaltungsmehrheit die Forderung nach einer massenhaften, anlasslosen Vorratsdatenspeicherung bestärkt haben. Für wie belastbar und valide halten Sie das vor den Ausführungen, die Sie jetzt gerade durchgeführt haben? Sehr valide und sehr belastbar, Herr Kollege Blumenthal. Ich will Sie daran erinnern, dass nach dem 11. September es tatsächlich eine sehr schwierige Situation war. Sie waren ja damals in der Opposition, Frau Pilz. Sie erinnern sich an das Klima in diesem Land.
Wir haben schlimmste Dinge, auch sozusagen Bestrebungen unseres damaligen Koalitionspartners, verhindert. Wir haben viele Dinge zeitlich befristet, viele Dinge zeitlich befristet. Und bezüglich der Innenministerkonferenz darf ich Ihnen sagen, die einzige, die dagegen gestimmt hat, und Sie wissen ja, da Sie ein erfahrener Parlamentarier sind, dass es nach dem Ressortprinzip geht. Das heißt, wir können nur da die Abstimmung sozusagen bestimmen, wo wir auch das Ressort haben. Und da, wo die Grünen regiert haben, da haben wir gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt. Insofern kann ich Sie sehr beruhigen, wählen Sie Grün und die Vorratsdatenspeicherung wird nicht kommen. Vielen Dank, Herr Blumenthal. Sie haben sich hinter Briefen und Fragekatalogen bisher versteckt. Antworten auf Briefe, auf Fragekatalogen, Antworten auf die intensiven Gespräche der Kanzlerin mit dem amerikanischen Präsidenten. Man sucht sie vergebens. Die Grundrechte der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Unternehmen und Firmen dieses Landes und die Kommunikation von Abgeordneten, von Ministerien und von Journalistinnen und wen sie alles nehmen. All das ist nicht nur bedroht. Heute wissen wir, es wird systematisch verletzt. Und Sie, meine Damen und Herren von CDU, CSU und FDP, Sie tun nicht nur nichts, Sie haben noch nicht mal eine konkrete Meinung zu dem Thema. Die Welt schrieb gestern: zwei Minister, eine Regierung, keine Haltung zum Ausspähen. Und die Welt hat recht. Sie haben einfach keine Haltung zu dem Thema. Angesichts der massiven Vertrauenskrise in einen der sensibelsten Bereiche unserer Demokratie ist das skandalös, Frau Pilz. Ich sage ganz klar, uns geht es hier nicht um den erhobenen Zeigefinger gegenüber anderen Ländern. Denn der Verdacht, der im Raum steht, auch gegen die deutschen Dienste, Herr Minister Friedrich, ist doch folgender. Verschiedene Geheimdienste spionieren unter der Verletzung der dortigen Verfassungsrechte die Bürgerinnen und Bürger anderer Länder aus. Später setzen sich alle an einen Tisch und geben quasi im Ringtausch die Daten bzw. die Erkenntnisse, natürlich ohne genaue Quellenangabe, weiter. Das wäre, und ich sage bewusst, es wäre ein systematisch organisierter Verfassungsbruch. Ich frage Sie, was haben Sie bisher zur Aufklärung dieser nicht allzu fern liegenden Vermutungen unternommen? Nichts haben Sie unternommen. Sie haben das Ausmaß und die Relevanz des offenbar gewordenen noch nicht einmal begriffen. Und noch nicht einmal die Hilferufe der Wirtschaft nehmen Sie wahr. Die dortige Verunsicherung ist enorm. All Ihre IT-Gipfel-Cloud-Überlegungen stehen zur Disposition, Herr Friedrich. Dabei hat das BMI in dieser Legislatur doch kaum ein Wort so inflationär gebraucht wie das der Cybersicherheit. Ihr Konzept aber hat auf die Integrität der Seekabel aufgebaut. Und jetzt stellen Sie erstaunt fest, es gibt eine Meta-Deep Packet Inspection an diesen Kabeln, und Sie schaffen es nicht einmal, den eigens für weitaus unbedeutendere Fälle installierten Cybersicherheitsrat einzuberufen. Von heute auf morgen stehen all die halbgaren IT-Projekte, Herr Friedrich, dieser Bundesregierung, alles Projekte, bei denen Sie sich bewusst gegen die hohen Datenschutzstandards entschieden haben. All das steht doch praktisch vor dem Aus. Und nicht nur deswegen ist es überfällig, dass Sie hier endlich adäquat regieren und ein einziges Mal in dieser Wahlperiode etwas für den Datenschutz, etwas für den Grundrechtsschutz der Menschen in diesem Land tun. Dazu fordern wir Sie mit unserem Antrag auf. Ganz herzlichen Dank.